Wir treffen uns wieder hier auf Twitch und zeichnen für die YouTube-Leute auf und spielen wieder mit in Schatten. Mittendrin sind wir in einem mühsamen Aufstieg dahin, so ein bisschen Boden unter die Füße zu bekommen. Es geht uns echt dreckig. Wir werden eingequetscht von den Norwegern und von den Galliern unter Ambiorix, haben uns mit denen allerdings ein bisschen bei denen eingeschleimt, haben Freundschaftsverträge abgeschlossen und hoffen, dass es klappt. An meiner Seite Matze, einmal zu Manix. Hallo zusammen und viele Grüße. Ich muss noch ganz unauffällig im Hintergrund ganz viele Zettel hier beiseite räumen. Wir zeichnen auf Twitch wieder auf. Mittlerweile der 18.07. Beginn einer neuen Ministaffel auf YouTube. Und da habe ich eben ein anderes Spiel gespielt und habe da ganz viele Zettelchen noch rumfliegen. Unfassbar. Matze Manix, hast du Zettelchen bei dir rumliegen, wenn du hier co-streamst mit mir? Ja, in der Tat. Also ich habe hier zwei Zettel rumfliegen und ich habe sogar einen Block. Also es ist dann keine lose Zettelsammlung, sondern ein Civilization-Block, wo es quasi gesammelt ist und ich dann nochmal reinschauen kann. Irgendwo habe ich mir zum Beispiel die Liste mit den am häufigsten gestellten Fragen von WB hier drin. Ich muss sie nur finden. Und ja, ein bisschen vorbereitet bin ich auch. Und wir haben Zettelchen, meine Zettelchen zur Vorbereitung. Es sind gleich deren drei. Das hier ist der Zettel, den ihr wahrscheinlich am wichtigsten findet. Das ist der Zettel eurer Namensvorschläge, die ihr mir gemacht habt für Städte, für Stadtgründung. Ein paar haben wir schon durchgestrichen, abgearbeitet, ein paar bleiben übrig. Ich kann die Namen lesen. Wenn ihr es schafft, die auch zu lesen, dann werden die neuen Städte eventuell so benannt. Wenn ihr das nicht lesen könnt, weil ihr behauptet WB-Arztschrift, dann werden jetzt die Namens nie mehr umgesetzt. Wir gucken, ob ich das als kleine Motivationshilfe, ob das funktioniert, weil manche von euch behaupten ja immer, WB, ich kann dich nicht lesen. Gemeint ist wohl meine Schrift, aber vielleicht durch diesen kleinen gemeinen Psychotrick klappt es vielleicht doch besser. Dann habe ich zwei Spickzettelchen mir vorbereitet. Das sind diese beiden, klitzeklein. Da habe ich mir aufgeschrieben, worum es jetzt so alles geht. Oh Gott, wie peinlich. Also diese beiden Spickzettelchen hier so, das sind die beiden hier. Und da stehen dann so Sachen drauf, wie zum Beispiel ein weiteres Schutzgebiet. Matze, mal nix, guck dir mal das Safe Game an. Das ist komplett anders als beim letzten Mal. Ich habe ganz viele Pins gesetzt. Guck mal. Ja, echt hübsch und bunt gesetzt. Du hast viele Pins um unseren Regierungsplatz gesetzt, damit wir dort den Vorteil gut ausnutzen können. Wir wollen ein bisschen was roden, ein bisschen ernten. Und du hast ein ganz neues Schutzgebiet platziert. Ja, hier oben. Wir entfernen die Weide, was uns schwerfällt, weil wir ein Pantheon haben, das uns einen Kulturpunkt bringt. Wir setzen aber hier ein Schutzgebiet hin, weil die können sich dann super cool gegenseitig boosten. Das ist die Anziehungskraft-Layer. Hier oben ist ein Schutzgebiet, es entsteht gerade, das ist noch im Bau. Hier ist eines. Jedes Schutzgebiet gibt immer plus 1 Anziehungskraft auf die Felder drumherum. Diese Übersicht zeigt uns an, je dunkelgrüner, desto mehr Anziehungskraft. Und je mehr Anziehungskraft, desto mehr entsteht an Ressourcen auf den Feldern in einem Abstand rund um das Schutzgebiet. Und die geben sich auch wechselseitig, die Schutzgebiete, in plus 1. Und wenn wir hier noch ein weiteres Schutzgebiet hinstellen, das gehört dann zur Stadt Retter von Camelot dazu. Das heißt, von hier aus im dritten Ring wird das gebaut. Dann boosten die Felder noch. Ich habe mir das auch genau durchkalkuliert und habe mir in dem im Tooltip angeguckt, wie hoch die Werte sind. Also alles, was grau ist, ist durchschnittlich anziehungskräftig und ab plus 2 Anziehungskraft sind Felder bezaubernd. Das ist so die erste gute Stufe für die Schutzgebiete. Und ab plus 4 sind die dann nicht nur bezaubernd, sondern sogar atemberaubend und dann sind die Erträge noch höher. Und das sieht echt cool aus. Hier oben müssen wir noch ein bisschen puzzeln im Norden. Das hat noch Zeit mit Golfplätzen oder mit Unterhaltungsdistrikten oder Theaterplätzen. Das hat alles aber noch Zeit. Hier unten wollen wir diese beiden Gebiete, die noch nicht so wirklich cool geboostet werden, von dem Schutzgebiet noch unterstützen. Hier entsteht in einer Runde ein Handwerker, der kann dann hier den Bauernhof entfernen. Ein Plündersymbol steht drauf. Hier können wir das Sumpfgebiet entfernen. Das senkt, das steigert die Anziehungskraft auf den beiden Feldern um plus 1 rauf. Später können wir hier einen Golfplatz hinsetzen. So, ne? Und das gibt dann nochmal Anziehungskraft. Wenn wir nachher einen Theaterplatz hier hinsetzen würden, dann bekommt der plus 1 Nachbarschaftsbonus von dem Regierungsplatz. Und nochmal plus 1 in Summe, weil zwei Bezirke neben ihm stehen. Eine Stadt gilt auch als Bezirk. Dann kann man sich so allmählich so sofort tasten und viele coole Sachen machen. Und das ist deshalb so wichtig, Matze, weil wir hinken ja beim Thema naturwissenschaftliche Forschung entsetzlich schrecklich zurück. Das ist echt peinlich hoch 10. Und das sollte uns sehr, sehr helfen, sobald wir die Zufluchten erforscht haben. Vorher nicht, Matze.
Ja, also aktuell ist es so, dass wenn wir da atemberaubende Geländefelder um ein Schutzgebiet haben, sehen wir das auch bei uns, dann bekommt man mehr Glauben, man bekommt mehr Kultur, mehr Nahrung. Und später wird das Ganze noch ergänzt, sobald wir die Zuflucht freigeschaltet haben, dann bekommen wir Wissenschaft, Gold und Produktion nochmal on top. Aber das kommt erst mit der Reformkirche. Die Möglichkeit kommt erst dann, ein solches Gebäude, eine Zuflucht auf das Schutzgebiet draufzusetzen. Und tja, wir wissen noch gar nicht, wo die Reformkirche ist. Irgendwo wird die sein. Ich habe keine Ahnung, wo. Hör mal, die kommt die im Mittelalter, Matze, oder in der Renaissance? Ich glaube im Mittelalter, ne? Die Reform, das ist eine gute Frage. Reformkirche kommt, glaube ich, erst in der Renaissance. Noch Und die später. bringt uns tatsächlich die Möglichkeit, dass wir unsere spezielle Modernisierung bauen können, den Golfplatz. Die Möglichkeit, die Zuflucht zu bauen, kommt noch später erst im Laufe des kulturellen Baums. Das ist ja ganz doof. Aber ich dachte, die Zuflucht wird. Ah, nee, damit verwechsel ich das genau. Der Golfplatz kommt in der Reformkirche und die Zuflucht kommt, glaube ich, mit der Naturgeschichte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. So klingelt das zumindest auch bei mir. Naturschutz, Naturschutz damit. Zuerst kommt Naturschutz und die Naturgeschichte, ich weiß gar nicht mehr, kommt die davor oder danach? Sie kommt auf jeden Fall irgendwann noch. Boah, dann brauchen wir noch lange. Ja, dann brauchen wir doch den einen oder anderen Campusdistrikt, weil sonst läuft hier nichts an Forschung zusammen. Hier wird einer entstehen. Gebäude darauf, hier oben habe ich noch keine eingezeichnet, bei Bullhardt. Da brauchen wir noch ein Plätzchen. Hör mal, du wolltest einen Pin? Danke an Nanana. Hi, danke dir. Liebe Grüße, danke fürs dritte Abo an Nanana. Du wolltest einen Pin, hättest du gerne weg, Matze, ne? Ja, ich würde mich gerne mit dir über den Unterhaltungskomplex unterhalten, den du gesetzt hast, nordwestlich vom Industriegebiet. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, boostet der nicht die Stadt im Norden. Es ist dann, glaube ich, ein Geländefeld zu weit weg, sodass wir den noch etwas umplatzieren könnten. Wir wollen ihn nicht weiter in Norden setzen, weil wir ansonsten das Schutzgebiet da ja, negativ beeinflussen würden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht angrenzend an den Theaterplatz stellen können. Dann hätten wir Second Bull zwar nicht mit geboostet, die anderen Städte aber schon. Und der Theaterplatz würde auch nochmal zwei weitere Kulturpunkte bekommen und der Campus würde in Summe dann auch nochmal einen weiteren Nachbarschaftsbonus bekommen. Sehr interessant. Er wird dann hier entstehen. Den hier oben. Second Bull. Den Pin hatten wir halt vor einer ganzen Zeit schon gesetzt, bevor wir Second Bull in der Planung hatten. Der sollte eigentlich hier rüber gehen und sollte das hier unten abdecken. Falls wir doch noch die Stadt hier unten gründen würden, was aber mittlerweile nicht mehr so wahrscheinlich ist, dann wäre der Unterhaltungsdistrikt zu weit weg. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass wir die hier noch gründen, vor allem mit dem Armak uns hier die Trüffel mittlerweile weggeschnappt hat. Der Unterhaltungsdistrikt hier boostet diese drei Städte und wie Matze erklärt hat, gibt er dem Theaterplatz einen dritten Nachbarschaftsbonus. Einer kommt von hier, von dem Regierungsbezirk. Dann stehen hier vier drumherum, vier Bezirke. Jeder zweite Bezirk gibt einen Nachbarschaftsbonus noch dazu. Es wären hier 1 bis 3, die hier entstehen. Sogar vier, weil der Unterhaltungsbezirk selbst gibt zwei als Bezirk selbst angrenzend an einen Theaterplatz. Der gibt einen vollen Nachbarschaftsbonus. Ja, von zwei. Cool. Gott, was mache ich denn hier? Zahlenwirrwarr. Zahlenkauderwelsch. 1 bis 4 hast du gesagt. Oh Gott, was mache ich denn hier? Muss ich ja schon wieder zurück und das nochmal machen. Unglaublich. Jetzt stimmt's aber. Und der Campus wiederum, der bekommt dann 1 bis 3. Und unser Golfplatz würde auch nochmal profitieren davon, dass wir daneben tatsächlich auch einen Unterhaltungskomplex haben. Der profitiert dann ebenfalls und bekommt einen Kulturpunkt extra und nachher dann, glaube ich, auch nochmal Tourismus. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Ja, das sieht doch fein aus. Damit arbeiten wir. Zettelchen gucken. Luxusgüter. Letztes Mal war gegen Ende des Streams, ging es irgendwie um das Thema Luxusgüter und darum, ob wir noch irgendwie Leuten Luxusgüter abkaufen, glaube ich, Matze. Ja, und das Schöne ist, wir können tatsächlich Luxusgüter uns holen. Wir können uns Tabak holen von Matthias Corvinus und Oliven von Johann dem Dritten aus dem
ja, portugiesischem Reich. Und das wird uns helfen bei unserer Zufriedenheit, dass wir dann tatsächlich noch von glücklich auf begeistert kommen können. Das mache ich sehr gerne. Vorher allerdings ein Luxusgut 5, die ich bekomme von Tuna. Liebe Grüße an dich, danke dir. Ganz liebe Grüße an den Tuna. Hallihallo, Tuna. Danke, 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 danke. Für 5 Abos verschenkt an Werther, an Moxilian und Sir Gomsnom und Jojo und Narem. Danke, Tuna. Danke auch für deine Patreon-Unterstützung. Danke an Tuna. So, und das eine waren die Portugiesen, hast du gesagt? Genau. Und was bekommen wir von denen? Von den Portugiesen können wir uns holen das Luxusgut Oliven. 2 Gold in 30 Runden. Und das andere war? Das war Matthias Corvinus mit den Ungarn und der möchte uns gerne Tabak verkaufen. Sehr fein. Annehmlichkeiten für uns, eine ganz wichtige Sache für uns Schotten, weil wir da viele Boni bekommen, haben wir euch schon ein paar Mal erklärt. Das ist die schottische Aufklärung. Wenn unsere Leute glücklich und happy sind, generieren die noch viel, viel mehr an Wissenschaft und an Produktion. Extra. Dann, das war's jetzt, glaube ich. Sonst noch irgendwas? Denk, 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 denk. Luxusgüter. Kulturforschung. Wir wollten bei der Kulturforschung, wollte ich noch eine Runde was anderes machen, sicherheitshalber. Denn wir haben im Augenblick eine Karte drin. Die uns neu gebildete Handwerker, die bekommen 2 extra Aktionen. Und hier entsteht einer in einer Runde ein Handwerker und dort, wenn wir Pech haben, dann werden die Baukosten teurer von einem zum nächsten. Deshalb schieben wir mal zwischendurch für eine Runde was anderes ein. Die Söldner brauchen wir sicher irgendwann. Fangen wir damit mal für eine Runde an. Dann, alles auf meinem Zettelchen drin stehen, würde ich gerne demnächst 2 Schwertkämpfer bauen, weil unsere Eisenvorräte bald am Limit sind. Damit wir uns ein bisschen, damit wir die abschöpfen, wir wollen ja auch irgendwann angreifen, die Gallier angreifen. Ich würde irgendwann, und zwar bald gerne, Achtung, 2 Späher bauen. Super billige Späher. Warum? Weil wir die ganze Welt nicht kennen. Aber wir kommen hier rüber, hier sind ganz viele Barbarenschiffe. Wir können also über die Schiffe schlecht Erkundung betreiben. Das hatten wir versucht, da waren wir dramatisch gescheitert. Aber wir haben mittlerweile gute Beziehungen zu Ambiorix, zu Harald Hardrade, zu Barbarossa und so weiter. Und ich glaube, wir hatten auch mit Ambiorix offene Grenzen, wenn ich mich richtig erinnere. Anscheinend nicht, aber die können wir uns ja noch holen dann. Ja, die können wir uns jederzeit holen. Und dann gehen wir doch drüber mit den Sperren und schauen uns... Ach, die können wir uns auch jetzt holen. Die tauschen wir mal kurz aus. Zwei Gold gibt er uns sogar für die offenen Grenzen beidseitig. Haben wir denn mit anderen offenen Grenzen? Ja. Haben wir offene Grenzen mit unserem Freund Friedrich Barbarossa? Ja, 2 Städtchen hat er nur noch. Matthias Corvinus. Und dann könnten wir das noch machen mit den Portugiesen. Einmal 6 für offene Grenzen beidseitig. Alles klar, haben wir noch ein bisschen Geld dazu bekommen. 2 Späher noch machen. Dann müssen wir daran denken, dass wir immer regelmäßig die Pferde verkaufen. Die nutzen wir nicht. Weißt du noch, wer uns die Pferde immer abgekauft hat? Das habe ich nicht mehr im Kopf. Nein. Nee, da finden wir bestimmt einen. Ich glaube, das war Ambiorix, wenn ich mich richtig erinnere. Ich guck mal kurz hier. Der hat voll. Matthias Corvinus. 22. Da bekommen wir schön viel. Bis zu 40 besitzt er, würde er kaufen.
6 Gold, 30 Runden lang und etwas noch drauf. Klasse. Jetzt bekommen wir doch schön viel Geld. Der Rest bleibt hier. Gunst verkaufen wir, glaube ich, immer an... Ich glaube, es war aber wirklich Kaiser Rotbart. Nein, wer war denn das? Weißt du das noch? Wer uns immer die Gunst abgekauft hatte. Wahrscheinlich auch der Geier. Ja, 8 Gold gibt er uns dafür. Vier Gold, 30 Runden lang. Woran wir denken müssen, wir haben noch 27 Runden lang eine Freundschaft mit ihm. In der Zeit können wir auch keinen Krieg erklären. Aber Matsumanix, in 27 Runden können wir den Krieg erklären und dann gibt es etwas auf die Nase. Naja, ganz genau. Bis dahin sind wir natürlich, und das Coole ist ja, die sind auch gar nicht so stark. Allerdings, es gibt ein Problem, die sind uns in naturwissenschaftlichen Forschung weit voran. Wir hinken super langsam hinterher. Das heißt, wir können den dann nicht mit irgendwelchen Steinzeitkriegern überfallen. Wir brauchen dringend die Campus-Distrikte, Matze. Oder es gibt ja auch keine Abkürzungen, die wir im Augenblick nehmen können für die Wissenschaftspunkte. Wir arbeiten ein bisschen mit Heurikas, das ist bei den zufälligen Tech-Trees super schwierig, weil wir nicht genau wissen, was wann kommt. Es führt keinen Weg an Campus-Distrikten vorbei, auch wenn wir kaum Nachbarschaftsboni haben, aber man kann auf denen ja auch auf andere Weise auf den Campus-Distrikten Wissenschaft generieren, Matze. Ja, wir können ja Gebäude auf dem Campus bauen und sollten das dann auch tun. Und ich habe mir überlegt, wenn man sich mal anschaut, wie stark zumindest aktuell die Gallier sind, haben die ja schon eine Stadtverteidigung zwischen 40 und 50. Und das bedeutet, dass selbst wenn wir Schwertkämpfer demnächst haben, wird das noch zu schwach sein. Also wir bräuchten jetzt schon Landsknechte. Wir wissen noch gar nicht, das ist dann das Upgrade für die Schwertkämpfer. Braucht auch nur Eisen, also wir müssen dafür noch nicht wissen, was Salpeter ist oder das gesammelt haben. Aber die sind dann, haben eine Kampfstärke von 45, damit wäre das Ganze schon eher realistisch zu machen. Und um zu wissen, wo wir diese Forschung bekommen, sollten wir mal vielleicht zusehen, dass wir mit den vielen Handwerkern, die wir jetzt erzeugen, vielleicht noch die ein oder andere Mine uns bauen. Denn mit 3 Minen bekommen wir das Heureka für die Ausbildung. Das ist zum einen gut, weil wir dadurch noch Zaps bekommen, einfach durch unsere Widmung, die wir eingestellt haben mit der freien Forschung. Aber auch wissen wir dann, wo die Forschung ist, die wir dringend brauchen für den Krieg. Das ist eine gute Idee. Und die andere Sache ist, es gibt doch noch eine Möglichkeit, wie wir an Forschungspunkte rankommen können und ein bisschen tricksen können, nämlich durch unsere Späher. Und zwar durch Stadtstaaten. Wir haben, glaube ich, mehrere Stadtstaaten im Pool. Ich glaube, Genf war das oder irgendjemand. Ich glaube, 2 Forschungsstadtstaaten waren im Pool, Matsumanix. Weißt du das noch auswendig? Also an Genf erinnere ich mich auch. Ich weiß leider nicht mehr, wer der zweite war. Irgendjemand anders. Vielleicht war es Köln. Vielleicht allerdings auch nicht. Und dann dort Gesandte hinschicken und dadurch die Bibliotheken boosten zum Beispiel. Und das ist drin. Elbenmeid, du boostest mich. Danke, liebe Grüße an dich. Danke dir fürs 16. Abo schon und für den netten Satzer. Nicht nur an mich, auch an die Mods. Zum Beispiel an Matsumanix. Danke. Guten Abend auch an Chalestix. Er wünscht uns einen guten Abend, ihr Rockträger. Damit sind wir gemeint, wir Schotten. Und danke dir fürs 11. Abo, Chalestix. Du alter Gallier. Bologna, meint Marina. Hi Marina, könnte eventuell auch drin sein. Wir machen mal weiter und gehen... Genau, eins weiter. Hast du noch irgendeine Sache, die uns fehlt? Nö, ich glaube, jetzt kann es weitergehen. Eins weiter. Hier haben wir eine Weide errichtet, die bleibt auch eine Weile, denn das Schutzgebiet ist noch nicht da. Wir können Klöster mittlerweile bauen. Sägewerke sind auch schon baubar. Meintest du nicht gerade, du wolltest die Ausbildung aufdecken? Ja. Ach, die Sägewerke kommen mit dem Bauwesen. Womit verwechsel ich das bei der Ausbildung? Was kommt darüber nochmal? Mit der Ausbildung kommt erstmal, dass wir ein Industriegebiet bauen können und der Landsknecht. Okay. So, Klöster können wir auch bauen. Wir wollten aber, wo haben wir Handwerker? Einen hier mit 4 Aktionen. Hier kommt einer dazu. Golfplätze können wir noch lange nicht bauen. Hier setzen wir keine hin. Das sind 2 Schutzgebiete. Hier oben müssen wir noch viel bauen. Die Weide sollten wir bauen. Wälder können wir noch Wale verzockern. Sägewerke können wir oben auch bauen. Hier drumherum können wir, glaube ich, erstmal für die Stadt selber gar nichts machen. Nein.
können hier runter hier ein Sägewerk hinsetzen. Und hier unten wieder Rumpf. Wir wollten Minen bauen, ne? Wie viele Minen haben wir bislang? 3 Minen brauchen wir für die Ausbildung, meintest du, ne? Genau. Eine sehe ich mit der Eisenmine, aber dann müssen wir nochmal suchen. Eine Mine hier vorne. Es ist nur eine da. 2 müssen wir noch bauen. Was wären coole Plätzchen für die Eisen, für die Minen? Nicht an den Schutzgebieten, dadurch ist alles sehr eingeengt. Retter von Camelot, natürlich sind hier Minen baubar, aber was bringt uns das? Herzlich wenig. Minen geben da auch -1 Anziehungskraft, ne? Ja, da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht so neben unsere Schutzgebiete platzieren. Also ich sehe wirklich kaum, hier unten sehe ich eine Möglichkeit, da kann die Mine hin. Aber die dritte Mine? Wo können wir die hinsetzen? Siehst du einen vernünftigen Platz dafür? Ich sehe keinen einen. Also vielleicht schieben wir unseren Golfplatz, den wir geplant haben, neben Ritter von Camelot noch ein bisschen nach hinten und bauen da noch eine zweite dann. Ja, den können wir so lange noch nicht bauen. Die Mine kann man jederzeit abreißen. Da hast du völlig recht. Da gehen wir hin. Gibt eine Anziehungskraft Malus für die Felder daneben, aber die liegen alle nicht direkt neben dem Schutzgebiet. Das ist eine gute Idee. Da gehen wir hin. Das heißt, der Kollege zieht runter hier. Hat noch 4 Aktionen, könnte ein Sägewerk bauen. Würde das jetzt benutzt werden? Im Moment noch nicht. Brauchen wir irgendwo dringend Wohngebiete, Wohnraumpunkte? Auch nicht. Steinbruch gibt auch -1, ne? Ja. Ihr wollt, ach, hier unten. Ah, ne, der Handwerker hier, der wird hier die Aktionen durchführen. Wir können ihn raufziehen oder runter. Der Handwerker hier unten macht einmal hier die Weizenmine weg, dann den Sumpf weg, sind 2 Aktionen. Dann zieht er schließt er die Färbemittel an, 3 Aktionen. Mine hier 4, Mine dort 5 Aktionen. Das würde perfekt ausgehen hier. Dann kann er raufziehen und kann hier oben die Weide bauen und so weiter. Ich ziehe mit ihm mal hoch. Habe ich Weizenmine gesagt, Dschungelschleich? Ich nie und nimmer. Ich habe vielleicht Eisenfeld gesagt. Aber Weizenmine wäre völlig unsinnig. Nein, nie und nimmer. So, noch ein Handwerker mit einer Aktion. Ah, das ist der Reparateur. Der zieht gleich wieder zurück. Und bleibt da. Schiffchen bleibt hier. Wofür sammeln wir das viele Geld? Ich glaube, für einen Händler mal zu mal nix. In 4 Runden Leuchtturm fertig. Ja, dann können wir unsere coole Politikkarte, wir haben eine dunkle Politikkarte. Isolationismus. Genau, die können wir dann nutzen, da können wir keine Siedler ausbilden oder Städte gründen, aber damit werden unsere internen Handelswege deutlich geboostet. Das bereiten wir jetzt vor, wir gehen von Söldnern wieder rüber zu Gilden und in einer Runde zu wir uns den Isolationismus rein und die Handwerkerkarte raus, dann können wir wieder umsonst die Regierungsform wechseln. Der Kollege ist da, der zieht hier hin. In Bullard, Handwerker da. Und als nächstes bauen wir... zwei Schwertkämpfe, einen hier, einen unten, mit der entsprechenden Kartenmatze. Ja. Damit das Eisen mal verbraucht wird und wir 2 haben. Ja, das geht ja dann auch schnell mit den Karten, also da können wir uns nicht beschweren. Es gibt auch irgendwo einen Boost, einen Heureka, rund um das Thema Speerkämpfer. Wenn man einem Speerkämpfer eine Einheit tot macht, dann spüren wir 5 Runden, sparen bei der Forschung für die Militärtaktik, aber ich weiß nicht, wie wir mit dem Speerkämpfer irgendwo jemand umbringen sollen. Weltwunder bauen geht immer North Bowman, aber ich würde im Augenblick keine Weltwunder bauen. Das sind wir. Ich würde eher jetzt einen Campus-Distrikt mal endlich bauen. Die Frage ist, wo soll man den machen, Matze? Den Campus-Distrikt hier. Bei Bullhard. Der darf hier nicht sein, rund um das Schutzgebiet. Das geht nicht. Weil auf den Feldern, sonst ist das ja hier verschenkt. Was man machen könnte, entsteht auch ein Schutzgebiet. Das heißt, die Felder fallen auch weg, was schade ist. Dann würde man hier ein Schutzgebiet hinstellen, wäre das in einem Dreieck. Dann hätte +1 hier an Nachbarschaftsbonus.
Hier, der Platz fällt auch weg. Der ganze Süden fällt weg. Richtung rauf. Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass man irgendeine der, dass man die Weide kaputt macht oder hier die Weizenressource kaputt macht, Matze. Das wäre eine Option. Das könnte man machen. Weißt du, was ich mir auch gerade überlegt habe? Erzähl. Im Süden haben wir ja noch ein Waldfeld, was im dritten Ring wäre, aber nicht neben einem Naturschutzgebiet. Ich könnte mir auch vorstellen, weil sich der Campus hier bei uns im Bullhardt ja auch nicht so wirklich lohnen würde, dass wir dort vielleicht statt eines Campus ein Lager errichten. Hier vielleicht, unten auf ja, dem... Und vielleicht sogar dann noch mit der Kaserne oder mit Stallung, weil wir ja tatsächlich jetzt demnächst wirklich in Krieg investieren wollen. Mit diesen Gebäuden sammeln unsere Einheiten auch schneller Erfahrung. Sie entstehen ein bisschen weiter im Süden, sodass wir auch schneller unterwegs sind. Und Campus, ja, könnten wir danach vielleicht dann auf das Weizenfeld zum Beispiel setzen, im Dreieck mit der Stadt. Also ich finde den Campus erstmal wichtiger, weil wir hoffnungslos zurücklegen. Das mit dem Lager ist alles richtig, aber wenn wir in das Bezirkslimit reingucken, dann sehen wir ja, dass wir im Augenblick 3 Bezirke bauen können. 2 haben wir gebaut, einen jetzt. Und wir brauchen im Augenblick haben wir 7 Bürger, wir brauchen 10 Bürger, glaube ich, Matze, bis der nächste freigeschaltet wird. Der nächste Bezirk freigeschaltet wird. Und unser Nahrungsplus ist zwar vorhanden, aber nicht so sensationell. Das ist bei plus 8,4. Das heißt, wir würden, wenn wir das Lagerbier bauen, lange, lange, lange warten müssen, bis wir hier oben den Campus bauen. Und das ist echt ein Riesenproblem hier mit der naturwissenschaftlichen Forschung. Es ist in der Tat ein Problem, aber der Campus bringt auch nur eine Wissenschaft erstmal. Mit der Bibliothek dann entsprechend. Mit der, Bibliothek sind es am Ende dann nochmal, ich glaube, 2 obendrauf. Erstmal müssen wir ja dann noch Stadtstaaten entdecken, um die Bibliothek dann noch boosten zu können. Ich weiß nicht, ob diese 1 bis 3, also 3 wäre schon mehr, das wären 10% an Forschung, die wir dann jetzt mehr bekämen. Aber ja, ich weiß nicht, ob wir das nicht hinten anstellen wollen, bis wir auch wirklich viel davon haben mit der Bibliothek dann zum Beispiel. Das kann ich nachvollziehen. Aber warum brauchen wir kurzfristig das Lager? Weil wir jetzt ja demnächst, denke ich mal schon, also wir bauen ja jetzt schon Schwertkämpfer und wir werden ja auch im Krieg dann weiter Einheiten produzieren werden. Und das Lager hilft uns zum einen, dass wir die strategischen Ressourcen, falls wir sie nicht verwenden, länger sammeln können, ohne dass wir sie an unsere Kriegsgegner verkaufen müssen. Oder halt, dass unsere Einheiten, die wir dort produzieren, mehr Erfahrung sammeln. Ja. Entschuldige, das hast du eben auch schon gesagt. Ich dachte, das lag wahrscheinlich an mir. Ich hatte gehofft, jetzt kommt noch etwas, was mich total umbläst, aber das behaupte mich nicht um, weil das sind alles Dinge, die sind alle gut und richtig, aber das ist also frühestens in 27 Runden erklären wir den Krieg und wir werden jetzt auch nicht die ganze Zeit hier Einheiten jetzt bauen. Wir müssen erstmal, wenn wir forschungsmäßig nicht viel weiter vorne liegen, dann können wir das eh völlig knicken mit dem Angriff auf die Gallier. Das Hauptproblem wird sein, dass wir überhaupt Einheiten haben, nicht dass wir Einheiten, das Hauptproblem bei der Einheitenproduktion ist nicht das, dass die Erfahrungspunkte schneller bekommen oder dass wir mehr Ressourcen sammeln können, sondern dass die technologisch überhaupt so halbwegs mithalten können mit den Einheiten, die Gallier halt haben werden. Das wird das Hauptproblem sein. Wir kommen kaum in die Städte rein bei denen. Also wir müssen dringend, also militärisch brauchen wir jetzt Forschung und nicht ein Lager, finde ich. Was wir auch bräuchten, wären große Generäle. Also unsere Gegner haben alle schon fleißig große Generäle gesammelt, die sie uns entgegensetzen werden. Würden wir durchs Lager bekommen? Aber ich verstehe das total, was du sagst mit der Forschung. Irgendwo müssen wir anfangen. Ich denke mal, du wirst dich für den Campus entscheiden. Ja. Also große Generale hatten wir letztes Mal auch geguckt. Wir hinken da schon. Es gibt so viele schon im Spiel. Es ist so teuer jetzt. Ein großer General wäre super wichtig für den Herrschaftssieg. Ich sehe ihn auch nicht. Vielleicht kriegen wir den darüber, dass wir viele Lager erobern auf Seiten von Ambiorix irgendwann mal. Also ich finde echt Campus wichtiger. Tut mich leid. Lass uns mal drüber nachdenken, wo der Campus hinkäme. Wir haben leider keinen coolen Platz dafür. Wenn wir die Weizenressource wegmachen, verlieren wir nicht nur hier die dicken Nahrungsvorteile, sondern in Bullhardt steht, glaube ich, auch eine Wassermühle, wenn ich mich richtig erinnere. Und die gab den extra Nahrungspunkt hier drauf und deshalb stand hier plus 4 an Nahrung. Das heißt, wenn wir das entfernen,
verlieren wir ein echt wichtiges Feld, damit die Stadt überhaupt größer wird. Das ist echt heftig. Wenn wir eine Weide dagegen entfernen, ich könnte mir sogar vorstellen, da wo du ein Lager hinbauen willst, da den Campus hinzusetzen. Der uns dann aber tatsächlich gar nichts bringt an der Stelle. Also Nein. Dann haben wir einen Campus gebaut und wir bekommen einen großen Wissenschaftler mehr, aber ansonsten nichts. Ja. Und durch die Bibliothek halt was. Also wir können hier zwei Dreiecke bilden mit Bezirken. Den einen auf der Weide, auf dem Weizenvorkommen und dem anderen hier unten neben dem Schutzgebiet. Wir können das Schutzgebietfeld hier aufgeben, indem wir dort das überbauen im Campus. Das geht. Das Weizenfeld können wir im Augenblick nicht drauf verzichten. Bullard wächst zu langsam. Wir haben ein riesen Nahrungsproblem hier. Das können wir nicht aufgeben. Was wir machen können, wir könnten demnächst mal einen Händler auch von Bullard aus runterschicken nach Camelot. Das machen wir im Augenblick noch nicht. Aber der nächste Händler soll von Second Bull aus runtergehen. Handelsweg haben wir im Augenblick einen von Camelot nach Bullard. Und einen von Retter von Camelot nach Camelot. Pardon, hier runter. Wir kommen demnächst einen Händler, der muss aber Second Bull boosten, damit hier das Schutzgebiet überhaupt entstehen kann. Also er muss von Second Bull aus runterführen nach Bullhard oder nach Camelot. Das ist alles verflixt. Das ist so eine Mängelwirtschaft hier. Das ist so heftig. Dschungelschleichix meint, ja komm WB, mach das doch, verzichte auf das eine Schutzgebietfeld hier und bau da den Campus dorthin. Wasserfelder geben Nahrung, Nico. In dem Augenblick... Ja. Da oben, die beiden, ne? Wenn wir die dazu kaufen hier und vielleicht die Fischressource uns dazu holen, dann können wir oben mal zum Manix hier übers Wasser Nahrung generieren, ne? Da könnten wir die Weizenressource aufgeben. Ich glaube auch, wir können die Weizenressource aufgeben, also die Wassergeländefelder. Wir haben ja jetzt schon zwei, die jeweils drei Nahrung bieten, die werden aktuell gar nicht benutzt. Dann würden wir eine Nahrung weniger produzieren für einen Bürger, einen eingesetzten Bürger, aber das, ja, darauf können wir dann auch verzichten. Wir könnten sogar einen weiteren Bürger bekommen hier, eventuell, wenn wir hier gleich die Bonusressource entfernen. Genau, dann ernten wir ja das Weizen einmal ab und dann haben wir alle ganz viel lecker Brot und dann ja, entsteht aus dem Nichts ein neuer Bürger. So machen wir das. Jetzt haben wir wieder ein neuer Handwerker. Der Kollege zieht rauf Richtung Norden, habe ich eben erklärt. Da kommt hier hin. In Camelot ein Handwerker. Den haben wir gerade erzeugt. Und hier unten ist der nächste Schritt. Glaube ich, der Campus. Bezirkslimit ist hier ebenfalls 2 von 3. Diplomatenviertel wird uns viel Geld bringen, weil wir Anna und Gunst verkaufen könnten. Wäre auch schnell gebaut, aber essentiell wichtig ist, finde ich, die Forschung. Handelszentrum ist cool, damit man mit zusätzlichem Händler hier viele Nahrungs- und Produktionspunkte bekommt über die inländischen Handelsrouten. Dann könnte Bullhard schneller wachsen. Aber relevant finde ich den Campus, Matze. Ich würde auch hier auf jeden Fall den Campus bauen. Keine Diskussion. Keine Diskussion. Da kommt er hin. Und entsteht hier. Ein weiterer Handwerker, der macht hier ein Päuschen. Der ist als Reparateur. Und eine Runde weiter hier. Vier Städte. Vier Städte, kaum Nahrung, Schutzgebiete, aber noch keine Zufluchten. Runde 116 schon. Wir sind irgendwie hier das Armenhaus Europas, wir Schotten, und haben riesige Träume davon, die ganze weite Welt zu erobern, ganz Europa wollen wir knechten. Peinlich, peinlich, peinlich.